Dank der beiden deutschen Spieler Jeffrey Schlupp und Max Meyer hat Crystal Palace das Viertelfinale des FA Cups erreicht. Der Premier League-Club setzte sich beim Drittligisten Doncaster Rovers mit einem schmeichelhaften 2:0 durch und steht damit bereits zum zweiten Mal in drei Jahren in der Runde der letzten acht des traditionsreichen Pokals auf der Insel. Die Londoner stellten bereits in der achten Minute nach einem Solo von Schlupp früh die Weichen auf Sieg, taten sich in der Folge aber schwer und ließen gegen den Underdog mehrere Chancen zu. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff fand Luka Milivojevic mit einem Zauberpass den Kopf von Andros Townsend, der zu dem Ex-Schalker Max Meyer weiterleitete. Ebenfalls per Kopf nickte der 23-Jährige zum 2:0 Endstand ein. In der zweiten Hälfte verwaltete Palace die Führung und hielt den wütenden Sturmbemühungen der Rovers stand. In den weiteren Pokalspielen am Sonntag gewannen die Wolverhampton Wanderers bei Bristol City mit 1:0, Swansea City setzte sich mit 4:1 gegen Brentford FC durch. Am kommenden Montagabend findet im Rahmen des Spitzenspiels zwischen dem FC Chelsea und Manchester United die Auslosung des Viertelfinals des FA Cups statt. Die Teams im FA Cup Viertelfinale: Queen's Park, Rangers, Brighton.